EVRTV wird Ihnen präsentiert von Micromusic und Buderus. Witterli, stell dich nun bei uns im Gespräch für den Livestream vor der Partie IV Regensburg gegen den EC Peiting. Witterli, auch du leider zur Pause gezwungen, seit dem 13. Januar genauer gesagt, beim Spiel Insalb. Verrücktes Spiel, 7:8 nach Penalty aus Regensburger Sicht und du mit einer Handverletzung raus. Natürlich die Frage an dieser Stelle, wie geht's dir, wie ist der Heilungsverlauf? Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt keine Schmerzen und habe jetzt einen kleinen Gips bekommen und muss noch 3 Wochen abwarten, bis es dann losgeht. Das heißt, für die Regensburger Zuschauer oder für die ganze Oberliga Süd, Witterli Stähle wird in den Playoffs wieder mit eingreifen? Ja, das auf jeden Fall. Also da bin ich mir 100% sicher, dass ich bei den Playoffs wieder dabei bin. Aber ich hoffe, dass ich dann schon eine Woche oder 2 Wochen früher angreifen kann. Du bist jetzt längere Zeit außen mit dabei. Wie bewertest du die Vorstellungen deiner Kollegen? Das Spiel gegen Selb war wichtig. Dieses Wochenende könnte umso wichtiger sein. Heute Peiting, Sonntag in Deckendorf. Der direkte Konkurrent am Platz 2 sind die Tölzer Löwen. Die haben 5 Punkte mehr wie Regensburg. Spielen heute gegen Landshut, Sonntag dann gegen Selb. Da könnte was drin sein beim Ausrutscher der Tölzer Löwen. Was erhoffst du dir für dieses Wochenende und wie beurteilst du das Ganze? Ja, insgesamt, jedes Spiel ist für uns wichtig. Also wir versuchen immer jedes Spiel zu gewinnen und es geht um Platz 2 und unser Ziel ist Platz 2 jetzt und ich sehe es sehr positiv. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert gegen Selb und jetzt spielen wir noch Peiting und Degendorf und normalerweise sind 6 Punkte drin. Witterli, vielen Dank, gute Besserung und bis bald. Dankeschön.